Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck. Ihr seht, es ist ein reines oder ein einfaches Anfängerdeck mit eigentlich drei legendären Karten. Ja gut, kann man nicht mehr ganz von komplettem Anfängerdeck sprechen. Aber nichtsdestotrotz, wir probieren noch mal eine Runde. Vielleicht gibt es euch ja ein paar Anregungen oder ihr habt mir ein paar Vorschläge, was wir noch dran verbessern können. Oder wie wir das Deck weiter ausbauen können. Aber jetzt spielen wir erstmal eine Runde gegen einen Anduin. Priester. Na gut, der wird das da alles wird den Sieg wahrscheinlich. Sieg oder Tod. Unsere Anfängerhand sieht auch gar nicht mal so toll aus. Oder unsere Anfangshand, so muss man sagen. Schauen wir mal, ob es besser wird. Und natürlich wird es nicht besser. Gut, erste Runde. Wir haben nichts zu tun. Wir warten, was er macht. Er spielt nichts. Somit können wir auch mal noch abwarten und nutzen einmal unsere Heldenfähigkeit. Ich finde die Heldenfähigkeit vom Krieger sogar noch ein bisschen herber. Und wir kriegen Spiel und Spaß mit einem Lichtbrunnen. Wenn er sich den natürlich jetzt hochbaut, bekommen wir ein richtig schönes Problem. Deswegen dürfen wir das nicht durchgehen lassen. Und ja, kriegen wir ihm ein bisschen an. Bringt natürlich nichts, weil der heilt sich wieder hoch auf 5. Er spielt einen Verwüster. Ich würde sagen, spielen wir für den Kriegshalt, wir helfen! Nehmen wir ihn raus. Und hiermit warten wir noch eine Runde. Und dann können wir ihn in der nächsten Runde weghauen. Na, er haut uns unseren weg. Gut. Aber solange er die Karte hier nicht verstärken kann. Entsprechend ist eigentlich noch alles recht gut. Deswegen würde ich jetzt sagen, spielen wir. Ja, spielen wir. Ich hätte auch ihn spielen können. Allerdings mit 2 liegt er natürlich in der Gefahr für einen Schattenwurf. Er spielt einen 4-4er Drache. Coint noch 1 und wird ihn. Na! Er heilt ihn hoch auf den 6er. Okay, jetzt werden wir ihn richten gut, aber der hier ist auch gut. Damit können wir nämlich. Eure Magie wird euch nicht treffen. Dispellen. Ja. Wir den noch weg. Flucht da, Ogre! Und legen uns eine neue Waffe an. So. Er wird uns wahrscheinlich ins Gesicht gehen, nehme ich an. Erwartete Schatten. Ist jemand verletzt? Gut. Die ist natürlich gut gespielt auf jeden Fall. Warum er uns jetzt hochhält, habe ich keine Ahnung, aber trotzdem danke. Danke. Und Grüße. Wir, ja, auch Grüße passt schon. Grüße. Die bringt nix. Das wäre natürlich ein witziger Zusammenhang. Aber ich glaube, wir spielen unseren guten Kane. Weil er gegen diesen nicht direkt was machen kann. Verzeihung. Das war's.
Er liegt halt genau in der Spalte zwischen den beiden Schattenworten. Ein 6-6er. Gute Frage. Gegen ihn können wir nicht direkt was tun. Wir haben hier eine Dreier. Wir haben hier. Na gut, im Zusammenspiel könnten wir natürlich. Allerdings, wenn er ihn jetzt angreift, hat er nachher nur noch zwei. Und dann kommt hier immer noch Bane. Deswegen würde ich entsprechend vorschlagen, dass wir ihm ein ausweichendes Ziel geben. Deine Klinge ist durstig. Ablenkung. Lass diesen Herzen sprechen. Für die Ogre. So. Jetzt bin ich gespannt, auf was er geht. Er hat jetzt zwei starke. Er hat einmal sein Schattenwort Schmerz ausgespielt. Ein zweites könnte er noch auf der Hand haben. Da kommt's schon. Jetzt muss er aber immer noch natürlich ihn hier weghauen. Wird er das machen? Wenn er jetzt noch einen zweiten Diener ausspielen würde, wäre ich ihm sehr dankbar. Zusammen mit der Heilung kann er sich wieder auf ich frage mich, zwei. Mutter sind auf uns gerichtet. Die sind natürlich sick. Kann man nicht anders sagen. Ich hätte gern einen Hinrichten gehabt. Wir nehmen ihn aber schon mal um die zweite Hand. Damit können wir ihn nämlich schon mal weghauen. Nicht mehr, hallo Pora! So, ein Gegenheilen geht hier natürlich überhaupt nicht. Deswegen, wenn wir ihn weghauen, dann müssen wir es jetzt gleich machen. Versuch das hier mal einstreichen. Ist schade. Mehr Schmerz. Wir kriegen hier noch die Karte. Oh! Ja. Nein! Jetzt kommt der Manipulator. Lokar, Ogre! Sollen wir da noch warten? Lokar, Ogre! Ja. Warten. Er weiß ja nicht, was wir haben. Na gut, nächste Runde ist auch die 10er. Okay, jetzt hoffentlich keinen Manipulator bekommen. Er hat einen Kampfversuch bekommen. Okay, das ist gut. Er kopiert nochmal. Kann ich Bedarf würfeln? Sieht den Beutehamster. Und kriegt auch noch einen Lichtbronn. So. Na dann. Ich hätte es ihm eigentlich echt gewünscht, dass er den noch entsprechend hochheilt. Naja, können wir nichts machen. Müssen wir halt jetzt hier ein bisschen auf Absicherung spielen. Wir spielen. Kann ich mal nachwürfeln? Wir spielen. Ziehen eine extra Karte. Okay, nicht ganz wie geplant. Zwei. Wie gefällt euch das? Nehmen wir noch ihn raus. Und ja, den Rest lassen wir mal. Ich hasse diesen blöden Lichtbronn. Ich meine, als Priester ist er echt praktisch. Nein! Ich bin bereit. Aber ich nicht. Ja, ich auch nicht. Schrott.
haben hier eine 6er, die lassen wir mal noch rechts weg. Ogre! Und gehen auf diesen Blöd. So. Dieser blöde Lichtbronn. Wie kriegen wir den am besten? Okay, ihm scheint es irgendwie auch zum Fehlen. Mein Schild für Argus! Er kriegt nicht die Karten, die er will. Aber jetzt haben wir zumindest mal den Lichtbrunnen weg. Kommt an mir vorbei! Gut gespielt! Das war dann halt gut gespielt. Look da, Ogre! So, es geht weiter, nächste Runde. Seid ihr für das hier bereit? Okay, wieder nur. Hiermit kriege ich nicht. Feuerwaffe, die mir auch viel bringt. Na gut, ey. Versucht es hier nicht! Und ich bin unbesiegbar! Die lassen wir mal noch. Das Spiel können wir so gut wie vergessen. Er hat wirklich für alle unsere Sachen entsprechendes Gegenmittel. Den müssen wir wegmachen. So. Nicht ganz wie geplant. Er hat eine absolute Kartenoberhand. Ich spiele nur noch rein nach Glück. Es gibt auch nur noch 9 Karten. Was haben wir denn noch Schönes? Na. Ich bin ein Meister der Magie. So. Fügt allen einen Schaden zu. Ja, klasse. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Sterbt, Lammratte! Na gut, mit den 2 hätte ich ihn jetzt auch wegmachen können. Wir lassen es mal so. Schauen wir mal, was er jetzt bringt. 30. Einen Schaden. Na, perfekt. Sterbt, Landratte! So, nochmal Schaden und damit steht 18 zu 30 wieder. Was haben wir noch? Wir haben. Naja, der Berserker war schon da. Nur noch Schrottkarten, die wir irgendwie haben. Okay, dann nimmt unseren Jäger weg. Und heilt sich wieder. Jetzt kommt unser Arkanitschnitzer. Sehr schön. Start, Landratte! Mit ihm und wir legen die neue Waffe schon mal an. Ist jemand verletzt? Nordheini. Noch ein Arkanitschnitzer. 20 Schaden, die wir hier haben. Sterbt,
Landratte! Luchtau-Ogre! Und das schlagen wir mal. Er hat noch 2 Karten, ich habe 4 Karten. Na, okay. Lass die er darf hier keine Karten ziehen. Sterb, Landratte! Luchtau-Ogre! Wir heilen uns beständig hoch. Du hast keine Karten mehr. Ja, das stimmt. Jetzt muss langsam was kommen. Ich will ihn eigentlich nicht, aber ja. Sollen wir es ihm antun? Ich hätte eigentlich schon Lust drauf. Sterbt, Landratte! Ach, ich kann den nur einen Hühner. Aber ich glaube, das könnte uns nachher schon noch was bringen. Wir lassen es mal noch. Es könnte eine witzige Kombination werden. Keine Karten mehr. Es könnte eine sehr witzige Kombination werden. Er schafft 2 Schaden. Und macht den hoch. Und natürlich die erste Erschöpfung. Ich habe fast keine Karten mehr. So, macht er nichts. Wir machen das erste Mal Schaden auf ihn drauf. Ich habe keine Karten mehr. Na, sehr schön. Noch ein Feendrache für mich. Ach, fuck. Ich hätte andersrum spielen müssen. Aber er hat's natürlich gespielt. Ein bisschen schlechter als ich. Wird in der nächsten Runde bereit sein. Wir haben hier noch die 3, wir haben die 5. Ja, wir warten noch. Komm, einmal. Ach, wir lassen. So. Er heilt sich selbst und ja, wir können einen Schaden, den können wir verkraften. Wir heilen uns selbst hoch. Gehen komplett auf ihn. Wie viel Schaden würde er denn jetzt bekommen? Können wir das noch auslösen? Er bekommt 4 Schaden. Gut gespielt. Gut gespielt. Ach, was für eine witzige Runde. Die muss ich eigentlich echt fast highlighten. Die ist absolut. Ich dachte echt, wir verlieren. Wir haben einen Schrott zusammengespielt ohne Gleichen. Wir hatten keine guten Karten. Die Dropper sind zum Schluss gekommen und besiegen ihn dann, indem wir ihn Karten ziehen lassen. Oh Scheiße, ist das ein cooles Spiel. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Das sollte ich eigentlich fast einschicken. Ja, und ja, like die Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat echt Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, tschüss.